Herzlich willkommen zurück bei HP Fitness. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es ein Rückenworkout für euch. Erste Übung, die wir wieder machen. Wir stellen uns hin, schulterbreiter Stand. Wir rudern nach hinten. Wenn ihr hier keine Kurzhanteln habt, nehmt eine Wasserflasche. Auch kein Problem. Übung Nummer 1. Achtet darauf, Bauchnabel nach innen ziehen. Sehr gut. Übung Nummer 2. Legt ihr die Kurzhanteln weg, geht auf den Boden, Rückenlage, Füße fest aufstellen. Arme könnt ihr seitlich neben euch legen, Bauchnabel fest nach innen ziehen, Becken heben, kurz halten, Becken senken. Becken heben, kurz halten, Becken senken. Übung Nummer 2. Übung Nummer 3 kommt ihr letztendlich. Dann andere Position, ihr geht Richtung Matte nach unten. Nehmt beide Beine, Füße nach oben, Po anspannen, Arme nach vorne. Und ihr geht nach vorne mit den Armen, zurück. Nach vorne mit den Armen. Schön Körperspannung halten, das ist Übung Nummer 3. Okay, bereitet euch vor, wir fangen an, wie immer, bei Übung Nummer 1. Nehmt die Kurzhanteln in die Hand, wir wollen rudern. In 5 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Sehr gut. Jawohl, klasse, wir rudern. Knie leicht gebeugt, schön nach hinten rudern. Rücken gerade. Jawohl, das macht ihr super. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Und schön hinten Schulterblätter zusammen. Wieder nach vorne. Zusammen. Wieder nach vorne. Jawohl. Gas geben. 15 Sekunden habt ihr noch. Sehr gut macht ihr das. Durchhalten. Noch 5. 4, 3, 2, 1, Hanteln weglegen. Wir gehen dann auf die Matte, setzen uns auf den Po, stellen die Füße auf und legen uns schon mal ab. Könnt ihr euch noch mal kurz entspannen, Arme ablegen neben euch. Ihr spannt schon mal Bauch, Nabel fest nach innen ziehen, Bauch anspannen, Becken heben und Becken senken. Jawohl. Sehr gut, Blick könnt ihr die Decke wenden, genau. Schön Körperspannung bei der Übung. Alles anspannen. Po anspannen. Oberschenkel anspannen. Und Bauchnabel nach innen ziehen. Das schaut gut bei euch aus. Schön macht ihr das. Sehr gut. Noch kurz oben halten. Und wieder ablassen. Kurz halten. Wieder ablassen. Jawohl. Gleich habt ihr die zweite Übung auch schon geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr kommt langsam nach oben, bereitet euch vor für Übung Nummer 3. Wir gehen zuerst auf die Knie, legen uns dann ab, atmen nochmal tief durch. Füße habt ihr circa eine Faustbreit Platz zwischen den Füßen. Geht nun mit den Beinen nach oben, Arme gehen nach oben und los geht's. Hier 60 Sekunden durchhalten, Körperspannung. Ihr schaut mit dem Blick wirklich Richtung Matte. Oder Richtung Teppich auf den Boden. Das Tempo könnt ihr wieder selbst wählen, wie schnell ihr mit den Armen nach hinten und vorne gehen wollt. Aber Körperspannung auch hier halten. Genau, sehr schön. Passt bei euch, sieht gut aus. Und durchhalten, Hälfte habt ihr schon geschafft. Po anspannen nochmal, nochmal richtig Körperspannung, auf geht's. Jawohl. Schön lang machen und nach hinten. Arme lang machen, nach hinten ziehen. Endspurt, Endspurt. Gleich habt ihr es geschafft. Jawohl. Sehr gut. Und durchatmen. Ihr kommt nach oben. Habt 30 Sekunden Zeit, um durchzuatmen, Kraft zu tanken. Schnappt dann wieder eure Kurzhanteln für die zweite Runde. Nehmt sie schon wieder in die Hand. Auch hier Beine kurz ausschütteln. Entspannt euch. Auch mal Schultern könnt ihr mal kurz nach hinten kreisen, tief durchatmen. Wir nehmen wieder die Position ein, Knie leicht gebeugt, Bauchnabel fest nach innen ziehen. Die Kurzhandel habt ihr in der Hand, dann geht es gleich los und wir fangen an. Los geht's, schön nach hinten rudern, wieder nach vorne strecken. Sehr gut. So schnell geht's, zweite Runde startet schon.
entspannen. Denkt an den Bauchnabel. Ja, habe ich doch welche ertappt von euch. Auf geht's, weiter geht's. Sehr gut. Schulterblätter schön nach hinten zusammen. Rücken gerade. Die letzten 10 Sekunden laufen schon. Und durchatmen. Erste Übung habt ihr geschafft. Handeln brauchen wir jetzt nicht mehr für dieses Workout. Legt sie mal zur Seite. Nehmt wieder Platz auf dem Boden. Rollt euch nach hinten ab. Füße fest auf den Boden legen. Arme seitlich neben euch. 2, 1 und los geht's. Hier wieder kurz halten. Absenken. Und kurz oben halten. Absenken. Körperspannung. Wir spannen Oberschenkel an. Po anspannen. Bauch anspannen. Heben. Und senken. Sehr schön. Dürft ruhig dabei lachen, genau, sehr gut. Ruhig mal grinsen dabei. Nochmal durchhalten. Gleich ist die zweite Übung schon geschafft. 5, 4, 3, 2, 1 und 15 Sekunden Pause. Wir bereiten uns vor für Übung Nummer 3. Gehen wieder auf die Knie, legen uns auch schon ab auf den Boden. Schön ablegen. Bereitet euch wieder vor. Füße müssen gleich nach oben, Beine auch nach oben. Hochspannung, Kopf nach unten auf die Matte und los geht's. Schön nach vorne und wieder nach hinten ziehen. Jawohl. Dritte Übung. Cardio. Durchhalten, das heißt 60 Sekunden Gas geben. Körperspannung. Können dann noch, auf geht's. Die Hälfte haben wir geschafft. Sehr gut. Gas geben. Po anspannen nochmal. Oberschenkel nochmal anspannen. Schön hier. Arme nach hinten, dass die Schulterblätter zusammengehen. Dann gehen wir wieder nach vorne. Schaut ein bisschen aus wie beim Schwimmen. Und die letzten 10 Sekunden dieses Workouts. Auf geht's. Gleich habt ihr das geschafft. Noch eine Sekunde durchatmen. Jawohl. Kommt mit den Armen wieder nach oben. Kommt mit dem Körper wieder nach oben. Auch das Workout habt ihr gepackt. Für euren Rücken was getan. Für euren Po was getan. Für die Oberschenkel. Sehr gut. Bis demnächst. Ciao.